Willkommen zurück zu einer neuen Folge deines Survival. Ja, wir versuchen immer noch zu überleben und Loot zu finden und gucken, wo die ganzen anderen Passagiere hin sind. Ja, da ist ein Bus und das ist doch ein Para. War da hinten jetzt noch ein Para? Da steht einfach mal so ein Hydrant. Hier steht einfach mal so ein Hydrant. Okay. Ja, gut. Ist noch ein Para gewesen, gut. Aber hier scheint nichts weiter zu sein an dem Bus. Und Mist. Ich wollte doch die Qualität mal ein bisschen runterschrauben. Ich hab ein bisschen Angst vor dem, was uns gleich erwartet. Och, ich wollte schon sagen, das sind Raptoren. Das sind aber nur diese... Nee, ich wollte schon sagen, hier, wir sind schon am Leuchtturm, aber... Das sind wir leider nicht. Und, aber da zu den Strommästen. Oh, das sind Häuser. Hau ab, du Kackvieh. Ich renne hier einfach drauf los und. Ho! Das kann ja nur was Gutes bedeuten. Jedes Mal tappt die Maus irgendwie raus. Ich weiß nicht warum. Komm, lass mich hoch. Scheint so eine richtige Base zu sein hier. Wir müssen versuchen, uns jetzt hier oben irgendwie lang zu hangeln. Damit wir die dort leichter niederstrecken können. Und wir auch herausfinden, was da drin ist. Wir versuchen einfach mal unser Glück. So, das erste Vieh ist down. Okay, bei dem müssen wir ein bisschen näher ran. Erstmal einen schönen Headshot verpasst. Na komm. So. Ganz kurz ein bisschen Fleisch sammeln. Wir haben nämlich schon wieder Hunger, komischerweise.
Hier gab es wieder Munition. Irgendwie, ich verliere gerade extremst viel Hunger. Warum das? Stand doch da, dass ich bei den Eiern genese. Und ich habe hier eine verkackte Fliege in meiner Wohnung rumflattern. Die kotzt mich an. I don't have the passcode for this door. Ja. Ja. Geil. Wie komme ich an den Code? Gibt's hier noch einen Hintereingang? Nee, schade. Kann man da reingucken? Irgendwo ist noch was versteckt, dass ich da reinkomme. Ha! Stopp! Rausgetappt. Das ist doch ein Mensch, oder? Another man with a gas mask. Oh-oh! This is just getting weird. Oh, oh god. He's definitely dead. Dropped something. I'll go check it out. Scheiße. Hau mal ab, du Arsch. Scheiße, mit einem normalen Sturmgewehr kriege ich den noch nicht down. Oh, scheiße. Ich finde die Füße von meinem Dude gerade richtig geil, wenn der hier lang rennt. Scheiße! Raptor, es tut mir leid, aber... Scheiße, da kam uns einfach mal ein T-Rex entgegen. Fuck. Der stampft da hinten rum. Was machen wir da jetzt? Wir können ja nicht ohne weiteres an dem vorbeirennen. Der verschlingt uns doch mit einem Happen. A nest means eggs, and eggs mean food.
Scheiße. A nest means eggs, and eggs mean food. Ich hab gar nicht so viel Munition, um den zu killen. Da müssen wir uns jetzt mal was überlegen. Boah, halt dein Maul und brüll mich nie so an. So, das Lagerfeuer bedeutet auch gleichzeitig speichern. Ja, wir umlaufen ihn erst einmal. In der Hoffnung, dass wir den irgendwie weglocken können. Hä? Hallo? Okay. Ich bin mir nämlich sicher, dort wo der läuft, dort ist der Code, damit ich dort reinkomme. Ah, Mist, ey. A nest. I can take some eggs. Warum auch ausgerechnet jetzt hier bei so einer schönen Base? Da hinten stampft da rum der Knallkopf. Nee, gesehen hast du mich eigentlich nicht. Oh lol, du bist nicht mehr da, wo du vorher warst. Das ist interessant. Lustig wäre es, wenn er jetzt natürlich festhängen würde. Nee, das macht er natürlich mal wieder nicht. So eine Arschgeige. Ja, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber das findet man in der nächsten Folge heraus. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye.